Grüß dich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um einen abrecht dicken Hobel. Und besser gesagt, der von Metabo, den ich mir vor 2 oder 3 Jahren zugelegt habe. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich möchte, dass hier diese Füße hier einfach loswerden. Warum, weshalb? Ganz einfach. Ich weiß nicht, wer hat von euch auch so einen abrecht dicken Hobel? Es gibt ja welche, die sind recht klein und handlich. Die kannst du auf beispielsweise so eine Werkbank stellen oder baust dir auch so ein Untergerüst. Oder es gibt welche, die haben schon einen Metallkörper unten. Das heißt, du stellst es wirklich massiv hin. Den von Metabo hier, der hat hier Rollen. Das heißt, ich kann den vorne anheben und kann den dann so ein bisschen rangieren. Und er steht wirklich sehr, sehr sicher, keine Frage. Aber die Rangiermöglichkeit, die ist wirklich, lässt zu wünschen übrig. Also es sind einfach nur 2 Rollen. Und das Ganze habe ich jetzt abgeschraubt und habe mir einfach eine Konstruktion selber gebaut. Und das Besondere an dieser Konstruktion, die ist wirklich sehr, sehr schlicht. Ich kann meine Arbeitshöhe selber bestimmen und ich habe diese tollen Möbelrollenfüße, Schwerlastrollenfüße, ich habe keine Ahnung was, drunter geschraubt und die können nämlich was ganz Besonderes. So schaut das Objekt der Begierde an. Das ist wirklich ein abrecht dicken Hobel. Hier ist der Anschlag. Den habe ich mal einfach beim Umzug hier daneben gelegt. Und dieses Teil ist wirklich sehr schwer. Deswegen liegt das auf dem Rollbrett. Und ich will heute mit euch, also wie schon gesagt, einen Untertisch bauen. Dazu legen wir das ganze Ding mal beiseite. Oh Gott. Dann nehme ich jetzt mal die Arbeitshöhe von meinem neuen Werkbecken an. Das ist 87 cm. Das ist eine ganz, ganz angemessene Arbeitshöhe, wie ich finde, auch jetzt für einen abrichtigen Hobel. Das Ganze darf nicht so hoch sein, ansonsten hast du ja keine Kraft mehr, das Brett runterzuhalten. Wenn du nämlich jetzt so ein Brett schiebst, sind Unfälle vorprogrammiert. Deswegen ermitteln wir jetzt mal die Höhe von dem Unterbau. Wir haben jetzt hier 43, so um die 45, 44 wird das Ganze. Das legen wir mal hier hin. Und zwar habe ich hier so ein Viererpack Füße, die habe ich mir bei Amazon mal bestellt. Das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her. Und die sind schon so ein bisschen verbreitet auf YouTube. Das sind nämlich Schwerlastrollen, Rollen, die du halt hoch und runter fahren kannst. Und so ein abrecht dicken Hobel, der sollte schon fest und sicher stehen. Und deswegen sind auch die Füße, die mit dabei waren, da gab es nur 2 Rollen, damit das Ganze auch wirklich fest steht. Also du kannst es mal zur Not hin und her bewegen. Und bei diesen Füßen ist es halt so, das ist einfach tipp, 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 tipp. Das Ganze ist dann oben, kann ich dann hin und her rollen und tipp, 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 tipp. Das Ganze ist dann schön fest auf dem Boden. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, aus was wir das Ganze bauen. Ja, und da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Ne? Ich habe jetzt hier so ein bisschen, so ein paar Dachlatten habe ich jetzt hier. Drei Schichtsplatte habe ich jetzt hier. So ein bisschen Vollholz habe ich jetzt hier. Ja, das Ganze soll auch noch gut aussehen. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen überfordert. So, im nächsten Step, also ich habe mich jetzt für 3-Schichtsplatte entschieden, da habe ich jetzt noch ein bisschen Reste gehabt, denn ich habe mir überlegt, wir machen ein ganz, ganz schlichtes und einfaches Design, aber dazu kommen wir später. Hier sind ja links und rechts eine Lochreihe und die nutzen wir auch, damit wir das Ganze befestigen können. Und deswegen habe ich auch hier mal ganz schnell mit dem Forstbohrer das Ganze ein bisschen weggebohrt, also mit hoher Drehzahl, damit das Ganze nicht wegspringt. Weil hier ist nämlich eine Niete und die muss aber auch bleiben, weil die den Rahmen zusammenhält. So, jetzt halten wir uns das mal ran und nutzen ein paar Federzwingen, damit wir das Ganze so ein bisschen festmachen können. So, nach vorne hin lassen wir ungefähr so einen Zentimeter Luft und dann nehmen wir hier so ein Stück Platte, damit wir das Ganze bündig anlegen können, damit wir nämlich unsere Löcher hier anzeichnen können. Und die kann ich leider nur so anzeichnen, sonst müsste ich nämlich das ganze Seitenblech abschrauben und darauf habe ich gar keinen Bock. Dann übertragen wir uns das fix auf das andere Stück Holz und dann können wir das Ganze auch bohren. Nächsten Schritt
schrauben wir das Ganze zusammen und ich habe mich dafür einfach für 6-Kant-Schrauben entschieden, die ich einfach mit einem Schlagschrauber reinschraube. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, damit das bündig ist, müsst ihr das natürlich vorweg vorbohren. Heiliger Bimbam. Also der Schrauber hat wirklich Power. So, wie soll es nicht anders sein? Einmal nicht aufgepasst, einen Fehler gemacht. Ne? Diese Querstreben oder die Kanthölzer hätten eigentlich 1 Zentimeter reingehen müssen. So, habe ich jetzt nicht nachgedacht. Wenn ich das Ganze jetzt wieder rausschraube, dann passt das alles nicht. Das heißt, ich habe mir jetzt die Löcher nochmal neu angezeichnet. Das heißt, ich muss mir gleich was überlegen, wie ich links und rechts die Seiten zumache. Das Verschrauben ist hier sehr, sehr wichtig, denn dieses Teil, ich weiß nicht, was das wiegt, 20 Kilo in etwa. Und das ist halt eine schwere Maschine, die sich dann auch dreht. Und wenn ihr dann jetzt das Ganze drauflegt und vielleicht nur mit Schrauben verschraubt oder von oben halt, ne, mit einem Winkelgetriebe, wenn sich das Ganze halt über die Jahre löst, ich möchte nicht dabei sein, wenn so ein Ding runterfällt, das gerade am Laufen ist. Ich glaube, ja, es ist saugefährlich. Deswegen schraube ich das Ganze hier schön fest. Jetzt haben wir so einen schönen Kasten da drunter geschraubt. Und jetzt werde ich das Ganze mal hinstellen. Boah, ist das schwer. Heftig. Ja, müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir in die Messerwelle reingreifen. Ist ja nicht so clever. Heiliger. So könnten wir es auch lassen, das ist auch mobil. Jetzt war meine eigentliche Idee, schön Multiplex nehmen und das Ganze hier von vorne verkleiden. Ja, habe ich nicht mitgedacht. Den Einstand habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, das heißt die Tischhöhe, ne? Wir könnten natürlich jetzt hier so ein bisschen das Metabo-Logo verschwinden lassen. Wie soll es anders sein? Ich habe mich jetzt doch für Multiplex entschieden. Ich werde das jetzt sicherheitshalber noch mal ein bisschen mit Leim fixieren. Ja, und vielleicht merkt man, dass ich mir darüber gar nicht so wirklich Gedanken gemacht habe, über dieses Projekt. Und ich weiß nicht, wie ihr das immer macht, aber ich merke es. Und es nervt mich tierisch, weil man hätte natürlich jetzt hier einen schönen Schubkasten einbauen können und viele Möglichkeiten hat man sich verbaut, aber ja, es muss halt schnell gehen. Ne? Ich brauche jetzt einen Kasten, eine vernünftige Unterlage, damit das Ganze, damit ich dieses Rangieren, dieses schwere Rangieren, was von Metabo, ich finde es halt nicht so gut, aber normalerweise hat ja so ein Hobel einen festen Standpunkt in der Werkstatt. Und der soll sich beim Hobeln natürlich auch nicht bewegen. Ne? Deswegen ist das halt so gelöst von denen. Ich habe das Ganze jetzt lackiert in schwarz, matt, ein bisschen dunkel gehalten, damit wir einen schönen Kontrast haben hinter der hellen Wand. Und natürlich durfte mein Logo nicht fehlen. Dafür gibt es eine Schablone. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du auch dein Logo da eingravieren lassen oder lasern lassen. Jetzt kommen wir zu einer Sache, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Also so einen Kasten bauen kann jeder. Wie gesagt, das Ganze sollte wirklich sehr, sehr stabil sein. Ich habe das Ganze jetzt mal ausgepackt. So, das Prinzip ist eigentlich total simpel. Hätte man eigentlich auch irgendwie selber bauen können. Ich empfehle euch einfach mal diesen Hebel hier abzuschrauben, damit ihr das leichter montieren könnt. Ansonsten sind hier 4 Schrauben mit dabei, Kreuzschrauben, die man einfach da reinjagt. Ich empfehle euch halt, also ich werde es erstmal testen, dann habe ich ja die Löcher und dann werde ich wahrscheinlich dort das Ganze mit Gewindeschrauben nochmal befestigen, damit das wirklich auch hält. So, und die Montage ist wirklich sehr, sehr einfach. Gehen wir auf die Knie. So, nicht zu fest, ne? Das dient ja nur zur als Achse und dann kannst du quasi oder können wir das Ganze hochsetzen. Es lässt sich um 360 Grad drehen komplett und ja, so habe ich mir das vorgestellt.
Also wenn man jetzt den ersten anhebt, dann hebt sich der zweite quasi mit an. So. Das heißt, das Ganze wäre jetzt schon halb mobil. Jetzt gehen wir auf der anderen Seite. Zack. Die zweite Seite und die vierte Seite. Und dann kannst du auch das Ganze hin und her schieben. Ist ja so, wie ich mir das gewünscht habe. Natürlich ist diese Vorrichtung hier oder diese Rollen sind nicht so ganz günstig. Deswegen habe ich mich jetzt ja dafür entschieden, das erstmal hier bei diesem abrichtigen Hobel auszuprobieren. Und was wichtig ist, die sollten halt halbwegs alle nach außen zeigen, die Rollen. Ich mache es mal hier vor. So, Nummer 1, Nummer 2. Da knallt es nämlich mit voller Wucht herunter. Das kannst du leider nicht irgendwie steuern. Der zweite. Und beim zweiten musst du halt drauf, oder beim dritten musst du halt drauf achten, dass die Reifen wirklich so sitzen. Ansonsten sitzt das Ganze nicht richtig auf. Ne? Also hier haben wir noch ein bisschen Luft, falls der Boden uneben ist. So, und jetzt habe ich aber trotzdem ein Problem. Der Boden ist uneben, das heißt, der Kasten wackelt. Ja, dumm gelaufen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich 4 Eckpunkte setzen müssen. Mache ich gleich nochmal. Ich muss mal gucken, ob ich irgend sowas in der Art hier habe, damit ich halt den unebenen Boden ausgleiche. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen putzen. Und ich hoffe, dir hat das Ganze hier gefallen. So. Und ich würde sagen, das nächste Video, da geht es um Thema Absauganlage. Denn das Ding braucht hier eine Absauganlage, die seht ihr schon im Hintergrund. Aber ich möchte an diese Absauganlage noch ein paar Dinge koppeln. Wie meine Tischbohrmaschine, wie eine Kreissäge, diese da, wie den Tellerschleifer und so weiter und so fort. Und ich möchte eine Vorrichtung bauen. Zeige ich euch alles im nächsten Video. Ciao.